Oder wie passt das zusammen? Geschleift oder gepunktet, näht sein italienischer Schneider seit neuestem Kimono-Stoffe ein. Reifen. Mit japanischen Blütenornamenten schafft Boris Pernar sich dann doch noch etwas näher. Das kennen Sie doch bestimmt. Wo im Sommer leckeres Eis verkauft wird, gibt es im Winter Spielzeug. Ein Laden, zwei ganz unterschiedliche Angebote. Doch wie passen Schlipse und heißer Tee zusammen? Hm? Ich frage mich ja immer, wie passen Männer und Schlipse zusammen? Also kennst du keinen, der umbindet? Bei der Auswahl, Liebes. Ja. Wir haben jetzt was für Sie. Schlipse und Tee. Tea and ties. Ties and tea in Charlottenburg. Dieter Hauer liebt besondere Aromen. Ein wahrer Teegenießer und Kenner. Der vordere Teil dieses Ladens in Berlin-Charlottenburg ist seine Welt. Im hinteren Teil regiert der Herr der Krawatten, Boris Pernar. Zwei Männer, zwei Welten? Oder wie passt das zusammen? Ich bin immer sehr froh, wenn Herr Hauer da ist, der die in der Teeberatung sehr, sehr gut ist. Ich selber kann aber auch Tee verkaufen, bin aber dann immer in der Verlegenheit, dass ich mit der Kundin oder mit dem Kunden suchen muss. Wir finden dann zwar was, aber ich kann nicht mit ihm eine Teereise machen. Das ist Dieter Hauers Metier. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Aromareiche Früchtetees, Gesundheitstees, Grün- und Schwarztees aus Japan oder Ceylon. Der studierte Musikethnologe ist erst seit 3 Jahren im Teegeschäft. Wie beim Reisen in ferne Länder lässt sich auch hier was entdecken. Zum Beispiel die Mischung mit dem verheißungsvollen Namen Amors Pfeil. Ein reiner Kräutertee, unter anderem Olivenbaumblätter. Er hat Kakaoschalen mit drin und Veilchenblüten. Und der schon auch eine erotische Komponente haben kann. Solche aphrodisierenden Finessen bietet die Welt der Krawatten nicht. Hüni gestreift oder gepunktet, sie mögen's klassisch, die Charlottenburger Herren. Doch Boris Pernar lässt sich was einfallen. In selbst entworfene Schlipse näht sein italienischer Schneider seit neuestem Kimono-Stoffe ein. Das ist einfach eine Abwechslung. Ich finde, es kann auch mehr geben, als einfach nur die Krawattenseite von der Vorderseite aufzugreifen. Mit japanischen Blütenornamenten schafft Boris Pernar sich dann doch noch etwas Nähe zum Tee. Was beide Herren verbindet, ist ihre Leidenschaft für die Musik. Und selbst Tee kann in Dieter Hauers Vorstellungswelt klingen. Auf den Spuren von Klassik und Weltmusik ist er nämlich schon viel gereist. Wenn ich einen Tee aus Ceylon in die Hände nehme, weiß ich auch, wie der klingt, in Anführungsstrichen. Oder wenn er aus Indonesien kommt oder er kommt aus China, und dann sind mir irgendwie die Klänge vertraut und die Kulturen auch. Buddha als Manschettenknopf. Da taucht Asiens Kultur gleich nochmal im hinteren Teil des Ladens auf. Herrenaccessoires und Tees. Es scheint zu passen. Und wenn die Kundschaft auf sich warten lässt, ist eben Zeit für beider Lieblingsmischung mit dem Namen Veilchenbaum. Teas and Ties in der Goethestraße in Berlin-Charlottenburg. Im hinteren Teil regiert der Reifen. Mit japanischen Blütenornamenten schafft Boris Pernar sich dann doch noch etwas gereift oder gepunktet. Oder wie passt das zusammen? Näht sein italienischer Schneider seit neuestem Kimono-Stoffe ein. Oder wie passt das zusammen? Reift oder gepunktet, näht sein italienischer Schneider seit neuestem Kimono-Stoffe ein. Im hinteren Teil regiert der Reifen. Mit japanischen Blütenornamenten schafft Boris Pernar sich dann doch noch etwas reift oder gepunktet. Oder wie passt das zusammen? Näht sein italienischer Schneider seit neuestem Kimono-Stoffe ein. Oder wie passt das zusammen? Reift oder gepunktet, näht sein italienischer Schneider seit neuestem Kimono-Stoffe ein. Reifen. Mit japanischen Blütenornamenten schafft Boris Pernar sich dann doch noch etwas.